Hoş geldiniz bei Kfz Food. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um mein BMW E46 Kompakt M54 B25, also sprich den 2,5 Liter Ti. Dafür hat er natürlich auch ein bisschen größere Bremsen, weil er auch ein bisschen mehr Leistung hat. 192 hat der Serie, was er natürlich nicht hat komplett. Ich habe folgendes Problem am Auto, vielleicht fühlt ihr euch sogar angesprochen. Sobald wir bremsen, ist jetzt egal, ob das 100 ist, 120, wackelt unser Lenkrad extremst. Desto heißer die Bremsen werden, desto schlimmer wird das Ganze. Ich will euch eigentlich mit diesem Video nur zeigen, warum das Ganze so wackelt, wie ihr das Ganze vorbeugen könnt. Das ist bei euch nicht passiert. Selbst bei 120 habt, achtet auf den Lenkrad. Achtet mal. Ich bremse bei 50 ab, achtet mal. Beschleunigen wir mal kurz auf 50. Und jetzt bremse ich ab. Bremsgeräusche hätten die auch, ne? Bremsen wir nochmal ab. Guck mal, er zieht nach links, er zieht nach rechts. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr 400, 500 Kilometer damit fährt und eure Bremsen werden Betriebstemperatur heiß oder sogar noch heißer, dann haben wir folgendes Problem, dann wackelt dein Lenkrad extremst. Ihr habt einen viel verlängerten Bremsweg, ihr macht die ganzen Gelenke kaputt, ihr macht die Reifen kaputt. Endeffekt bezahlt dir am Ende viel mehr, als es nötig ist. Das erste, was ihr kontrollieren solltet am besten ist, sind die Bremsen freigängig? Sind Gelenke ausgeschlagen? Hier ist nichts ausgeschlagen. Hier ist alles super. Hier ist alles genau. Hier ist auch alles super. Auch alles super. Auch nichts. Ist auch nichts. So, Gelenke sind in Ordnung. Dann solltet ihr auf jeden Fall auf die Reifen achten. Sind die Reifen gleichmäßig abgefahren? Wenn ihr eine falsche Spureinstellung habt und der Reifen ist so, der eine guckt nach links und der eine geradeaus, beim Bremsen kann es auch wackeln. Achtet bitte aufs Lenkrad. Ist dein Lenkrad gerade? Ist dein Lenkrad nicht gerade? Können wir neue Bremsen einbauen? Und das wird dir dann früher oder später schnell wieder das gleiche Problem haben. Das heißt, ihr werdet wieder zittern am Lenkrad spüren. Jetzt holen wir die Reifen runter und dann schauen wir uns die Bremsen nochmal an. Was sind gelochte Scheiben? Wozu haben wir gelochte Scheiben? Wegen der Kühlung. Ist auch gut so, aber wir sehen auf jeden Fall, die Klötze sind genug und die Scheibe ist auch noch genug Material drauf. Also sind die Bremsen eigentlich gar nicht runter. Wir werden natürlich die Bremsen vorne hinten wechseln. Dann fragt sich einer, warum hinten? Jungs, es wackelt doch. Aber ich sag euch, wenn die hinteren Bremsen krumm sind, wackelt der am Lenkrad genauso, als wären die Bremsen vorne krumm. Hier sind die Packung war ja schon. Heute läuft's aber, ne? Also wir bauen ATE-Bremsen ein. Wir könnten auch andere Marken einbauen, aber ich selber persönlich schwöre auf ATE. Für mich die besten Bremsen, was man für BMW einbauen kann. Ich sag nur Serienzustand, ne? Also wenn ihr jetzt mehr Leistung habt, dann könnt ihr andere Bremsen nehmen. Egal was für Bremsen ihr holt, die kriegt ihr auf jeden Fall bei Autodoc. Bei Autodoc gibt es gerade eine Halloween-Aktion. Könnt ihr jede Menge Kohle sparen bei Bestellen. Und nochmal mit Kfz-Fuzis könnt ihr nochmal 2% drauf sparen. Spart nicht am falschen Fleck. Für mich gibt es immer zwei Sachen am Auto, was für mich A und O ist. Am Reifen und am Bremsen darf man nicht sparen. Sonst, ob die jetzt eine Lichtmaschine kaufen, bei eBay für 50 Euro, was jetzt normal ein Einkaufspreis 300 Euro kosten würde, macht es. Was passiert? Im schlimmsten Fall ladet die Batterie nicht mehr, die Lichtmaschine bringt nichts, die Lichtmaschine hat einen Umwucht und. Das ist dann egal. Das ist aber nicht lebensgefährlich. Aber Bremsen sind lebensgefährlich. Vorne hinten werden wir Powerdisks einbauen mit den Keramikbremsen. Das ist so eine Option bei BMW, was ich selber persönlich feiere. Bremsen machen ein bisschen mehr Geräusche, genau. Wir haben viel mehr am Verschleiß, stimmt auch. Die Bremswirkung bei solchen Bremsen ist einfach Hammer. Powerdisk merkt ihr an diesen Schlitzen. Die Schlitze sind dafür da, damit die besser kühlen. Und bei BMW sollte man sowieso auf die Kühlung achten, weil wir sowieso Probleme haben. Jetzt bauen wir die Bremsen ein. Ich zeige euch natürlich nicht, wie man jetzt genau Bremsen einbaut und ausbaut. Das wissen ja viele schon. Aber ich zeige euch nur, auf was ich achte bei Bremsen einbauen. Fangen wir an. Also wenn ich mal Leute sehe, die Bremsen einbauen, aber das Ding so einbauen. Warum macht ihr das so?
Ich habe das niemals verstanden, warum. Wenn ihr es auf dem Boden macht, verstehe ich es auch nicht. Ihr könnt das Lenkrad ja einschlagen. Macht es so. Schlag das Ganze so ein und dann kommt ihr doch viel leichter. Und dann braucht ihr nicht hier, irgendwo hier sitzen. Es ist viel leichter und für die Gelenke schonend. Bitte, ich hasse das, wenn einer hier Schraubenzieher reinsteckt und das Ganze nach links oder rechts macht. Bitte nicht. Wenn ihr das so habt, ne, das Ding ist fest, ihr kriegt das natürlich nicht ab. Was macht ihr? Einfach ein bisschen zur Seite. Zack. Entlastet das Ganze. Dann kriegt ihr das so ab. Fertig. Guck mal, wie fest das Ding ist. Der eiert richtig. Ganz leicht, man kann das sehen. Wir haben hier eine gerade Stelle. Achte. Nix, kein Spiel. Da. Guck mal, wenn du die übereinander tust, wie er wackelt. Mhm. Bremsen haben wir abgebaut und jetzt kommen wir eigentlich zu einer der wichtigsten Sachen, und wo ich das oft sehe, dass es echt vernachlässigen. Ihr müsst darauf achten, dass ihr das ganze Schmutz wegmacht. Viele machen das natürlich mit einer Drahtbürste, aber mit einer Drahtbürste geht das leider nicht. Dass ich sowas hier für sehr viel Geld kaufe, wenn ich es mit der Drahtbürste machen kann. Aber nein, es geht nicht. Ihr braucht einen Narbenschleifer. Das Ding muss komplett blank sein, so dass die Scheibe perfekt drauf sitzt, weil das ist das A und O. Vorsicht! Die Narbe ist jetzt perfekt sauber, ihr seht, und dann die Scheibe drauf. Und jetzt gucken wir mal, ob der schön gerade läuft. Und der läuft schön gerade. Jetzt kommen wir zu der zweitwichtigsten Sache, wo die Bremsklötze arbeiten. Sauber machen. Das heißt, sprich, hier machen wir sauber, das Innere machen wir sauber und hier. Dass sie das mit so einer Drahtbürste-Aufsatz machen, und das ist falsch. Warum ist das falsch? Ihr könnt hier mit sehr viel Material abtragen. Und der eine oder andere hat das bestimmt schon erlebt. Ne? Wenn ihr sehr viel Material hier wegmacht, was passiert? Habt ihr solche Geräusche. Deswegen müsst ihr aufpassen, dass ihr das nicht macht. Was braucht ihr dafür? Wir brauchen einfach nur eine Drahtbürste. Mehr nicht. Das war's schon hier. Also einfach nur das Grobe da weg. Und dann? Das war's. So viel. Hier ist sauber, hier ist sauber. Fertig. Wenn ihr seht, hier haben wir irgendwelche Rostbläschen, dann solltet ihr die schon gerade machen. Dass ich diese Flächen hier schön da, wo die Bremsklötze arbeiten, da mache ich immer Paste drauf. Und das Ding ist jetzt einbaufertig. So bauen wir das Ganze wieder ein. Ob hier Risse sind an der Manschette. Innen drin würde ich ein bisschen sauber machen. Guck mal. Auf das solltet ihr auch achten. Wie fest die Dinger sind. Das reicht nicht, wenn ihr diese Hülsen nur sauber macht und das Ganze wieder reinmacht. Ihr seht ja hier, guck mal, ich krieg das nicht reingedrückt. Guck mal, wie schwer. Dafür haben wir, ja, das ist Kunststoffbürste, sehr wichtig. Und jetzt machen wir Folgendes, wir machen das innen drin sauber. So muss das Ganze sein. Und das war's. Gut, jetzt sind wir fertig. Vorne, hinten sind die Bremsen eingebaut. Übrigens, Eidosch hat die eingebaut. Ehrlich, hast du schön gemacht. Jetzt werden wir die Bremsen einfahren. Also die volle Bremswirkung werden wir nicht am Anfang an haben, ist klar. Also vorsichtig fahren, weil er wird Geräusche machen. Der könnte qualmen. Das ist alles normal und dein Lenkrad wird vibrieren. Bremsen einfahren. Bei dem Einfahren mache ich immer so, dass ich ungefähr 40 km/h, 50 km/h habe und dann langsam runterbremse. Nicht akut, langsam. Und ihr hört, der macht richtige Geräusche. Das ist ganz normal und die Bremswirkung ist gar nicht da.
Ne? Es ist auch wichtig, dass ihr das jetzt nicht zu heiß fährt. Immer langsam runterbremst. Boah, ja, der macht schon gute Geräusche hier. Immer wieder abkühlen das Ganze. Bremsen jetzt nochmal von 120 runter und ihr seht, kein bisschen. Der zieht nicht nach rechts, der wackelt nicht, der macht keine Geräusche. So, jetzt bei 50 km abbremsen, ein bisschen fester. Und ihr seht, der wackelt kein bisschen. Volle Bremswirkung werden wir bei 100-200 km haben, aber ich muss ja sagen, der bremst schon sehr, sehr gut. ATE, oh, das kann ich euch nur bei BMW empfehlen, ehrlich. Dann habt ihr wieder Freude am Fahren. Was mich natürlich interessieren würde, auf welche Marke schwört ihr? Mit was habt ihr am meisten beste Erfahrungen gemacht? Und mit welcher Marke habt ihr am schlechtesten Erfahrungen gemacht? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Und ja, wenn ihr natürlich solche Videos noch öfters sehen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Feedback da lässt, einen Daumen da lässt. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Kfz-Enthusiast. Bis dann. Ciao. We'll be right back.